ein Sportlicher, ein Gehirn und einer, der alles recherchiert. Justus Jonas von den drei Detektiven? Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermaul treibt mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Eine römische Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherche und Archiv Bob Andrews. Boah, ich glaube... Ja. Mut, würde ich sagen. Also so manche Aktion der drei Fragezeichen ist vielleicht nicht was für jedermann. Also man muss sich schon ein bisschen was trauen. Ein bisschen was steht immer auf dem Spiel. Ja, und vielleicht... Kombinationsgabe. Kombinationsgabe, die vor allem Justus hat. Ja, und bei den drei Fragezeichen ist ja auch gut ein Sportlicher, ein Gehirn und einer, der alles recherchiert. Und das ist einfach, glaube ich, das perfekte Detektiv-Trio. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Justus. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge. Führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow! Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Ist ja nicht nur in Freundschaften so, ist überall so. Ja, also eine Rivalität, das ist natürlich, Justus und Peter sind Freunde, sind sie schon immer und das ist ihnen beiden eigentlich auch klar. Natürlich gibt es manchmal so kleine Sticheleien, weil sie eben manchmal unterschiedlicher Ansichten sind. Peter ist dann eher manchmal so, sollten wir das wirklich machen? Und Justus ist eben voll fokussiert auf das, was den Fall sozusagen voranbringt. Aber ich glaube, dass diese Unterschiede total dazugehören und dass es eben oft auch schon die drei Fragezeichen in die eine oder in die andere Richtung weitergebracht hat, weil man sich da eben manchmal gegenseitig ergänzt oder eben manchmal zurückholt sozusagen. In die Realität ist es, glaube ich, auf keinen Fall was Negatives. Das machen Freundschaften ja auch aus. Also ich glaube, es gibt keine Freundschaft oder auch Beziehung, ohne dass man Streit da ist, ohne dass man sich dem anderen auch in anderer Form mitteilen kann. Ja. Und ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig, mal sich zu streiten. Man muss sich aussprechen. Auszusprechen, einfach mal loslassen, ja. Können Sie das Rätsel lösen? Niemand verschwindet spurlos. Oh Leute, das war echt knapp. Fingerspitzengefühl, Erster. Das war ja bekanntlich noch nie deine Stärke. Hier spukt's. Wow. La Draculea, der Drache. Dracula? Wir müssen heute Abend nochmal in den Gang. Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Justus Jonas. Ich komme ja, Tante Mathilda.